Hallo, Sie interessieren sich als Aussteller für die FIBO. Den ersten Schritt dorthin haben Sie bereits getan. Und zwar gucken Sie sich gerade dieses Video an. Sie stellen sich vielleicht die Frage, wieso soll ich auf einer Messe wie der FIBO eigentlich ausstellen? Nun, ich frage Sie, wo finden Sie Kunden, Interessenten, Ihre Partnerunternehmen und auch die Konkurrenz an einem Ort und an einer Stelle und dazu in dieser Vielzahl? Sicher, eine Messe ist erst einmal ein gewisses Investment. Aber denken Sie doch mal weiter, die Einsparpotenziale sind doch viel interessanter. Kostspielige Wettbewerbsanalysen können Sie sich sparen. Hier finden Sie die Konkurrenten neben sich. Aufwendige Kundenbesuche, auch das können Sie sich sparen. Hier sind die Kunden vor Ort und Stelle. Langwierige Verhandlungen mit den Geschäftspartnern. Nutzen Sie die gute Stimmung der Messe und sprechen Sie mit ihnen über zukünftige Verträge. Neukundenakquise, jeder kennt es. 1000 E-Mails, eine kommt mal zurück. Hier kommen die Interessenten zu Ihnen. Aber gut. Sammeln Sie sich erst einmal ein paar Eindrücke über die FIBO, während ich Ihnen ein paar Fakten über die Messe erzähle. Die FIBO besteht bereits seit 1985 und entwickelte sich seitdem permanent zur Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit. Hier ist die Plattform für alle Unternehmen, die in der Fitness- und Wellnessbranche tätig sind. Die FIBO findet jedes Jahr über 4 Tage von Donnerstag bis Sonntag statt. Am Donnerstag und Freitag ist die Messe nur für Fachbesucher geöffnet und am Wochenende haben dann auch die Privatbesucher die Möglichkeit, sich die Neuheiten aus der Fitnessbranche anzuschauen. Seit 2013 findet die FIBO wieder, wie in ihrer Anfangszeit, auf dem Messegelände in Köln statt. Dieser Umzug gab der ohnehin schon ständig wachsenden Fitnessmesse nochmal einen enormen Schub. Um Ihnen das etwas zu veranschaulichen, können Sie sich hier die aktuellen Aussteller- und Besucherzahlen der letzten Jahre angucken. Im Jahr 2014 konnten wir übrigens nochmal zulegen und boten den Besuchern mehr als 700 Ausstellern aus den verschiedensten Nationen. Das sind nochmal 5% mehr als im Vorjahr. Was die Tatsache der Leitmesse nochmal unterstreicht, ist der Fakt, dass von diesen 700 Ausstellern fast 2/3 aus dem Ausland sind. Auch dieser Anteil wird von Jahr zu Jahr größer, was die FIBO gerade für die Fachbesucher immer attraktiver werden lässt, da sie nahezu den kompletten Fitnessmarkt abgedeckt haben. Da verliert man doch aber sicherlich schnell den Überblick. Nun, eigentlich nicht. Mit der Aufteilung der FIBO in verschiedene Ausstellungsbereiche ist es jedem möglich, sich auf der Messe perfekt zu orientieren, sei es Aussteller oder Besucher. In den nördlichen Messehallen findet sich der FIBO-Expert-Bereich, der besonders für unsere Fachbesucher interessant ist. Hier finden Sie die Bereiche der FIBO Med, die kompletten Trainingsgeräte und auch den Wellness-Bereich. In den Hallen der FIBO Passion finden jedes Jahr zahlreiche Shows und Vorstellungen auf der Bühne statt. Deswegen ist dieser Bereich auch für unsere Privatbesucher sehr interessant. Der dritte Bereich der Messe nennt sich FIBO Power und spricht vor allem die Bodybuilding- und Kampfsportszene an. Hier treffen Sie auf die großen Stars der Bodybuilding-Szene. Wussten Sie eigentlich, dass es Möglichkeiten zur Messeförderung Ihres Auftritts gibt? Gerade weil die FIBO die Leitmesse der Fitnessbranche ist, haben Sie hier besonders viele Chancen als sonst. Hier sehen Sie einmal grob vereinfacht die Möglichkeiten, die sich Ihnen einer Messeförderung bieten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit die FIBO-Welt ein kleines Stückchen näher bringen und Sie davon überzeugen, dass ein Ausstellen auf der FIBO nicht bedeutet, wir machen eine Messe, sondern Teil der weltweiten FIBO-Familie zu werden.